Hallo und herzlich willkommen zurück zu Broadcast 2 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Heute werden wir wieder eines der bekannten Langstreckenrennen im Schnelldurchlauf durchfahren. Diesmal die 24 Stunden von Spa-Francorchamps. Allerdings, ja, nicht die 24 Stunden von Spa-Francorchamps, die wir in unserer modernen Neuzeit kennen, sondern ja, ein 24-Stunden-Rennen, was damals in der Europäischen Tourenwagenmeisterschaft ausgetragen wurde. Genauer gesagt 1971. Und dazu nehmen wir natürlich nicht die moderne Spa-Strecke, sondern die historische. Die haben wir nämlich hier im Spiel. Ich habe ja schon in einem der vergangenen Videos die historische Variante von Hockenheim angeschaut. Jetzt wird es aber auch mal Zeit, eben die historische Variante der Ardennen-Achterbahn von damals anzuschauen. Leider können wir das 24-Stunden-Rennen von damals nicht haargenau nachfahren. Erstens mal haben wir nicht so ein großes Starterfeld, die sind glaube ich damals rund 80 Stück an den Start gegangen, das können wir leider nicht machen und vor allem haben wir auch vom Starterfeld nicht alle Fahrzeuge von damals mit dabei, aber einen Vertreter haben wir und das haben auch der ein oder andere Experte oder Liebling oder Fan auch schon entdeckt, nämlich eben der Mercedes-Benz 300er SEL 6,8 von AMG eingesetzt worden damals und ja, besser bekannt durch seine rote Lackierung als Rote Sau. Und da habe ich mega Bock drauf, den zu fahren, weil, ja, 300er SEL, den haben wir schon mal in Forza zum Beispiel gehabt, aber halt eben nicht als, ja, die originale Rote Sau-Konfiguration. Da habe ich schon extrem Bock jetzt drauf. Und, ja, gehen wir mal einfach rein hier ins benutzerdefinierte Rennen, gucken uns ganz kurz mal das Fahrzeug an. Eben hier haben wir hier nochmal Mercedes-Benz 300er SEL 6,8 AMG. Und ganz, ganz wichtig hier der kleine Hinweis, AMG war damals noch nicht das oder wurde damals noch nicht werkseitig als Team eingesetzt. Das war damals noch ein Privatierteam. Die werkseitigen Mercedes-Benz 300er SEL, die sollten nämlich damals 69 an Start gehen, wurden dann aber noch vor dem Start zurückgezogen, weil sie gemerkt haben, okay, der Mercedes-Benz ist doch ein bisschen zu groß, ein bisschen zu schwer und hat einfach extreme Probleme mit dem Reifenverschleiß und den Bremsen und haben dann auch festgestellt, okay, mehr wie 3 Runden am Stück können wir gar nicht fahren und das macht einfach beim Langstreckenrennen wie im 24-Stunden-Rennen keinen Sinn. Deswegen haben sie den zurückgezogen, aber viele Privatteams haben dann in der Europäischen Tourenwagenmeisterschaft den eingesetzt, sehr erfolgreich eingesetzt und so unter anderem dann auch eben das AMG-Team beim 24-Stunden-Rennen 71, 2 Jahre danach, nämlich die haben mit diesem Fahrzeug es tatsächlich geschafft, den zweiten Gesamt Drang einzufahren und wenn ich richtig informiert bin, sogar den Sieg in ihrer Klasse eingefahren. Also ja, trotz des großen Gewichts und ja, der Größe einfach haben sie trotzdem bewiesen, dass dieses Ding auf jeden Fall siegfähig sein könnte. Ja, aber kurz zu den Daten. 421 PS haben wir geschöpft aus dem V8-Motor. 5,5 Sekunden von 0 auf 100, 286 km/h Topspeed. Das Ganze auf 1,5 Tonnen, was damals halt natürlich schon ordentliches Gewicht war. Das Ganze mit einer 5-Gang-H-Schaltung. Leider habe ich keinen Shifter, also keinen H-Shifter. Deswegen werde ich mit meinen Pedals schalten. Also nicht ganz authentisch heute unterwegs. Aber ich glaube, es macht trotzdem mega, einfach mega Laune. Aber zur Strecke noch ganz kurz. Nämlich, ich glaube, auch nicht jeder von euch kennt die historische Variante von Spa. Und es ist ja auch absolut Premiere hier auf dem Kanal. Wir sind die noch nie gefahren. Das heißt, es kann schon gut sein, dass der ein oder andere es vielleicht noch nicht gesehen hat. Und ja, die unterscheidet sich, sagen wir mal, dezent von der modernen Spa-Variante. 14,1 Kilometer lang ist auf jeden Fall schon mal deutlich länger, genauer gesagt doppelt so lang als die aktuelle Variante. Hier nochmal der Vergleich, 7 Kilometer lang das Ganze, die aktuelle Variante und ja, wenn man das jetzt mal so ein bisschen vergleicht, also wo erkennt man Ähnlichkeiten? Es sind nicht mehr viele da. Genauer gesagt sind es eigentlich nur hier, dieser Abschnitt. Die Eau Rouge natürlich, die ist damals schon dabei gewesen, beziehungsweise ist bis heute geblieben. Und natürlich diese Start-Zielgerade, die auch beim heutigen 24-Stunden-Rennen als Start-Zielgerade dient. Bei der Formel 1 dient ja eben entsprechend die Seite als Start-Zielgerade. Und auch hier im Spiel ist es hier die Start-Zielgerade, aber hier eben ist ja auch nochmal eine Alternative. Und eben die war damals eben genauso. Ansonsten, ja, hier alles komplett anders aufgearbeitet. Wir werden heute aber eben mit der historischen unterwegs sein, die eben auch 71 gefahren wurde. Und ich würde sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit. Die Konkurrenz ist wieder ganz normal eingestellt. 100er Stärke, 25er Aggressivität. Wir starten von ganz hinten, gucken, wie weit wir nach vorne kommen. Wir werden auf 6 Runden fahren. Das müsste ungefähr den 24 Stunden passen. Start 15 Uhr und wir starten, ja, originalgetreu am 24.07.1971. Ein Pflichtboxenstopp haben wir auch noch am Start. Das heißt, wir werden auf jeden Fall einmal die Box ankehren müssen. Aber das gehört sich ja auch so beim 24-Stunden-Rennen, dass wir da auch mal an die Box ranfahren, in der Hoffnung, ich krieg's hin. Denn die Boxen damals waren ein bisschen anders. Mal gucken, wie sie ja im Spiel umgesetzt ist. Wir werden allerdings an der Box nicht die Reifen wechseln. Die sollten 6 Runden durchhalten. Wir werden nur ein bisschen Sprit nachtanken. Denn ja, ein Spritschlucker ist es definitiv. Wir brauchen ungefähr pro Runde ein bisschen weniger wie 10 Liter. Also, ja,
Deswegen, ich habe jetzt mal 30 dabei, das soll für 3 Runden reichen. Und dann werden wir nochmal 30 nachtanken und dann nochmal entsprechend eben 3 Runden fahren. Ja, ich würde sagen, Boxenstrategie wähle ich noch aus. Rote Sau habe ich schon genannt, wie es sich gehört. Und lange genug geschnackt, ich würde sagen, es geht los. Stehender Start diesmal. Und schaut euch mal das geile Ding an. Ah! Ja, da kommt richtig, richtige Historie raus. Oh, ein bisschen Drehzahl zu hoch gedreht. Ja, mit dabei als Konkurrenz haben wir den Ford Capri 1600 und dann noch den BMW 2002 Turbo im Rennen drin. Muss natürlich auch da fairerweise sagen, den BMW Turbo gab es damals 71 noch gar nicht. Der ist erst ein paar Jahre später gekommen, aber die haben sie halt trotzdem in eine Klasse hier gesteckt. Das ist auch ein bisschen so, deswegen können wir das Rennen nicht ganz nachempfinden von damals, weil ja, das sind zwar damals tatsächlich auch Ford Capris mitgefahren, aber ein bisschen größere, nämlich auch der Gesamtsieger war ein Ford Capri, der 2600er. Hier eben, wie gesagt, nur der 1200er. Die sind von der Power nicht ganz so stark wie unser Mercedes, aber ja, vorbei müssen wir trotzdem irgendwie jetzt erstmal kommen. Weil das ist unsere Stärke, wir haben halt Power ohne Ende. Und ja, ihr merkt schon, die alte Spa-Variante gleicht ein wenig einer Landstraße, aber damals waren die Rennstrecken halt mehr oder weniger auch einfach Landstraßen. Ich meine, das war die Nordschleife damals wie heute noch, so gesehen. Und ja, deswegen sind sie damals da so gefahren. Natürlich sehr gefährlich, aber auch eine sehr, sehr schnelle Strecke. Und das ist auch der Vorteil von unserem Benzer hier und unserem AMG. Und da versuchen wir uns natürlich auf diesen schnellen Abschnitt irgendwie da vorbeizusetzen. Ja, aber damals sehr viele coole Fahrzeuge an den Start gegangen. Unter anderem die Alpine BMWs werkseitig eingesetzt. Dann, ja, Ford Mustang waren viele am Start. Chevrolet, Chevelle, Camaro sind damals mitgefahren. Sehr starke. Auch halt viele Privatteams natürlich in dieser europäischen Tourenwagenmeisterschaft und natürlich auch in den 24-Stunden-Rennen mit dabei gewesen. Ja, dann Opel, als Opel im Motorsport auch noch sehr stark vertreten war, werkseitig eingesetzte Commodore GSE mit da am Start gewesen damals. Also ja, das sind schon einige Fahrzeuge, die natürlich auch cool wären, wenn sie hier mit dabei wären. Müssen wir ganz klar mal so sagen. Aber allein, dass die Rote Sau hier am Start ist, ist halt einfach schon mal mega cool. Und ich glaube, jeder Mercedes-Benz-Fan, ja, der muss auch die Rote Sau einfach kennen und irgendwie, finde ich, auch lieben. Ich meine, das gehört einfach zu der Motorsport-Historie dazu. Ja, und ihr merkt schon, das ist halt wirklich Landstraßenfahrt. Links, rechts ein paar Leitplanken, vor allem links, rechts einfach die Häuser und die werden hier ganz langsam. Aber es war halt damals wirklich so. Ich habe auch vor ein paar Tagen noch so eine 8-minütige Zusammenfassung vom 71er 24-Stunden-Rennen von damals gesehen. Ich verlinke euch die mal in die Videobeschreibung. Das gab es nämlich auch auf YouTube. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Falls ich es vergessen habe, es zu verlinken, dann ja, sag es mir einfach nochmal ganz schnell in den Kommentaren. Dann werde ich das auf jeden Fall noch nachverlinken. Weil es ist auf jeden Fall sehr interessant. Das war nicht so gut. Ja, Schaden habe ich mal vorsichtshalber ausgemacht. Genau aus den Gründen, weil ich noch nicht so erfahren bin auf der Strecke. Was wollte ich sagen? Ja, genau, könnt ihr euch mal angucken, ist sehr interessant zu sehen, die Berichterstattung von damals und einfach halt auch mal wirklich die Fahrzeuge zu sehen, wie sie damals wirklich gefahren sind und das war schon cool, ey, also die alten Tourenwagen, ist schon nicht mehr vergleichbar mit heute. Das hatte schon so ein bisschen seinen eigenen Flair. Also wie gesagt, schaut es euch an, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, auch im Zuge, im Vergleich jetzt zu, wie ich jetzt hier das Ganze erleben werde. Aber ja, erstmal Folge anschauen hier und dann gucken wir mal, wie wir hier mit dem SL abschneiden. Aber ihr merkt schon, wir ziehen da schon ganz, ganz gut durch im Vergleich zur Konkurrenz. Wir haben einfach halt mehr Power. Es ist einfach so, mein über 400 PS in dem Ding geht schon ab. Weil ich glaube, der Mustang, der damals an den Start gegangen ist, wurde, glaube ich, auch in dieser Zusammenfassung gesagt, der hatte sogar über 500 PS. Das ist also schon echt heftig. So, Zeitverlauf haben wir auch am Start, das merkt man schon. Sonne neigt sich jetzt schon dem Horizont entgegen. Ja klar, wir wollen ja kleines 24-Stunden-Rennen hier erleben. Bin ich mal echt gespannt, wie wir uns hier so mit der Roten Sau schlagen werden. Natürlich haben wir auch weitere 300er SEL 6,8 AMG hier mit am Start. Logisch, wenn wir die Klasse auswählen. Und ich denke, die werden auch die Konkurrenz jetzt hier sein. Aber ich glaube, wir müssen nicht drüber reden, dass dieses Fahrzeug hier in der Klasse das stärkste ist. Gerade weil wir in Anführungsstrichen nur 6 Runden fahren. Da ist ja dieser Nachteil, also der Spritverbrauch und so weiter, gar nicht so
gegeben. So, ein paar, einer geht hier schon mal vorne auf jeden Fall in die Box. Okay, nicht nur einer, ein paar gehen schon an die Box. Jemand ist es erstmal nicht. Wir versuchen jetzt hier erstmal Eau Rouge zu überleben von damals. Uah. Ja, geht irgendwie ganz gut klar. Ja, und die Scheinwerfer sind an. Einmal kontrollieren. Sehr geil, ey. Das ist die rote. Ich finde es so geil, dass die rote Sau hier am Start ist. Ich habe das irgendwie gar nicht so am Anfang auf dem Schirm gehabt, tatsächlich. Als ich das Spiel jetzt am Release. Ich meine, da sind ja viele geile Fahrzeuge drin. Auch gerade historisch, die wir noch gar nicht angeguckt haben. Und dann habe ich so gedacht, ja, jetzt wird es mal Zeit, die historische Spa-Variante zu fahren und so weiter. Und da kam mir so ein Sinn, ja, damals, da ist ja auch auf jeden Fall auch die rote Sau ja unterwegs gewesen. Erfolgreich, eben zweiter Gesamtrang. Okay, we've got some pressure coming from behind. Start thinking about defense. Und dann habe ich einfach so aus Jux gedacht, ja, ich guck mal, was so abgeht bei Mercedes. Und tatsächlich, da ist sie, die rote Sau mit der Originallackierung. Mega geil. Und jetzt werde ich ja gerade attackiert von meinem Mercedes-Kollegen. Ja, ich glaube, ich muss ein bisschen mehr pushen. Ein bisschen zu langsam, was ich hier gerade fahre. Ein bisschen zu vorsichtig. Oh. So, gucken wir noch mal. Ja, jetzt hier so in der Abenddämmerung. Sehr geil. Aber ich habe mir schon gedacht, dass die Lichtstimmung hier schon sehr, sehr cool sein kann. Allerdings habe ich ja Wolken eingestellt, aber von Wolken sieht man hier gerade nichts. Ich glaube, das ist irgendwie ein Fehler, dass die Wolken irgendwie gar nicht kommen wollen. Bisschen schade. Aber gut, fahren wir halt bei sehr, sehr schönem Wetter. So, und das ist hier ein ganz, ganz schneller Abschnitt. Jetzt nochmal richtig bergab hier runter. Über 280, kommen wir halt echt schon auf Topspeed. 290 Sachen hier, krasser Shit. Die Kurve ist halt auch geil mit dieser ganzen Werbung da am Rand. Oh, schon wieder. Ja, also da muss ich ein bisschen aufpassen. Also ich habe den Rhythmus noch nicht so ganz gefunden, sind auch schon 11 Sekunden hinten dran. Jetzt wird es gerade hier richtig Nacht. In den Ardennen. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder ob das auf der Strecke gar nicht implementiert ist. Aber eigentlich sind, wie gesagt, sollten Wolken durchziehen und so weiter. Aber das tut es jetzt hier gerade irgendwie nicht. Wir haben jetzt schönes Wetter hier. Naja, gut. Oh, hier sind wir dafür jetzt mal richtig gut durchgekommen. Und dann können wir jetzt mal die Attacke starten. Oder beziehungsweise, ja, unsere Position hier zurückholen. Bisschen aufpassen hier. Man merkt schon, die Reifen sind am Arbeiten, die alten Rennreifen. Ja, nächste Runde müssen wir auf jeden Fall rein in die Box. Sonst haben wir keinen Sprit mehr. Aber eine fahren wir jetzt noch, würde ich sagen. Ah, ist das geil. Alte historische Spa-Variante. Ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass wir die gesehen haben. Auch so alte Formelwagen oder so hier drüber brettern. Habe ich extrem Bock drauf. Oder ja, mach doch einfach du mal einen Vorschlag. Was soll ich hier mal drüber fahren? Was Historisches soll ich hier drüber fahren? Ich würde jetzt ungern was Modernes hier drüber fahren. Sondern ich würde schon gern was auch wirklich damals über die alte Spa-Variante drüber gefahren ist, drüber fahren lassen. Also wie gesagt, mach einfach mal einen Vorschlag, was man hier mal fahren könnte. Aber ich glaube, ja, zum ersten Mal hier drüber fahren, passt es einfach wie die Faust aufs Auge, eben die rote Sau hier drüber fahren zu lassen. So, das fahre ich jetzt mal lieber im zweiten Gang. Guck mal, jetzt ist hier richtig dunkel. Bisschen ausgeleuchtet das Ganze. So, der Zweitplatzierte jetzt auch in der Box. Dadurch sind wir jetzt neuer Zweiter. Dann gucken wir doch mal, wie wir uns hier anstellen. Ey, es ist so krass, wie die Karosserie arbeitet und alles. Es ist mega genial. So, ich würde sagen, wir fragen den Boxenstopp schon mal an. Nicht, dass wir da gleich den noch vergessen oder so anzufragen. Ey, das ist echt genial. Das ist dieser Flair einfach. Ich komme aus dem Feiern gerade nicht mehr raus.
So, erstmal Zierde. Paar Sekündchen voraus. Mal gucken, wie weit nach vorne wir noch kommen. Aber jetzt haben wir ein bisschen auch freie Fahrt. Können wir vielleicht ein bisschen was versuchen zu riskieren. Nice job. That's the fastest first sector. Ja, das höre ich gern. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ein bisschen anbremsen. Hier wird es ein bisschen enger. Aber das ist so geil. Also wenn ihr Project Cars habt, schnappt euch genau die Kombi. Das macht... Ich komme aus dem Grinsen gerade nicht raus, muss ich ehrlich sagen. Mega geil. Und jetzt hier Feuer frei. Der Sprit wird jetzt schon die Warnung angezeigt. Muss ich jetzt auf jeden Fall in die Box. Mal gucken, wo wir dann rauskommen am Ende. So, da ziehen wir durch. Jetzt geht's hier wieder richtig bergab. So krass, ey. Wie schnell man nachher einfach hier runterheizt. Ein bisschen aufpassen hier. So, diesmal habe ich jetzt eigentlich aber nicht vor, hier gegen die Wand zu knallen. Jawohl, diesmal habe ich die Kurve ein bisschen besser genommen. Verlieren trotzdem gerade aktuell auf den Führenden ein bisschen Zeit. Also die fahren hier auch einen guten Schneid, aber wir sind auch nicht komplett schlecht, würde ich jetzt sagen, gegen die KI gerade hier unterwegs. Okay, okay, okay. So, hier kommen wir eigentlich ganz gut als durch, habe ich das Gefühl. Bisschen mit Risiko, bisschen früher einlenken, da geht das schon auf jeden Fall klar. Da haben wir den Motor ein bisschen gerade überdreht. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Gut, ich habe den Schaden ausgestellt, einfach aus Sicherheit, weil ich wusste, wie das rumzickt und so weiter und ich jetzt nicht im Vorfeld mega viel testen wollte. Aber klar, sowas natürlich, wenn man es richtig authentisch haben will, natürlich mit Schaden fahren, kann man ja auf jeden Fall gerne mal wieder machen oder so. Mal gucken. Ein bisschen auf dem Grün angebremst, ein bisschen aufpassen, das war auch damals noch nicht so geil, aber wir sind echt rangekommen. Also der letzte Abschnitt scheint uns ganz gut zu liegen. Take him! Ja, Wetter wechselt wirklich nicht, obwohl ich, wie gesagt, verschiedene Wettereinstellungen eingestellt habe. Schade. Mal gucken, also einfach mal die Frage an euch, ob ihr das auch, also diejenigen, die das schon getestet haben auf der historischen Spa-Variante, ob ihr auch dieses Problem hattet mit dem Wetter. So, der ist jetzt genau daneben, oder? Ne, er lässt uns ziehen. Jetzt muss ich nur gucken, mit dem Abbremsen. So, Boxenstopp-Limit da rein. Weil ich will jetzt hier nicht überfahren. Und, oh, guck mal, wir haben ja vorne die Dingmeldung. Die habe ich eigentlich mal reingemacht, aber die hatte ich nie irgendwie. Jetzt ist sie endlich mal drin. Eben so eine Anzeige, dass man weiß, wo man eigentlich reden muss. So, jetzt wird getankt. Sehr schön. Da verlieren wir natürlich wieder die Position. Aber sieht schon geil aus hier so in der Nacht, wie sie dann hier die Rouge entlang fahren. Sehr schön. Jetzt muss man noch ein bisschen aufpassen. Die kommen jetzt richtig schnell von hinten an, dass wir da nicht weghegeln oder so. Aber hat, glaube ich, ganz gut gepasst. Währenddessen beginnt wieder die Sonne zu erwachen. Und jetzt versuchen wir gleich wieder die Position uns zurückzukämpfen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Sehr schön. Boah, das macht schon Laune. Die vorderen Reifen sind jetzt natürlich etwas abgenutzt, aber soll jetzt nicht so schlimm sein. Ja, wie gesagt, die 69er Varianten, wo werksseitig eingesetzt werden sollten, die waren nach drei Runden schon platt. Aber das Problem haben wir jetzt hier nicht. So, oh, jetzt kommt gerade die Sonne raus. Sehr geil. Aufpassen hier.
Ja, da arbeiten die Reifen. Aber da kommt man eigentlich ganz gut durch. Jetzt kann ich aber den Schwung nicht so mitnehmen, wie ich es gerne gemacht hätte. Der Hintermann kommt jetzt aber mit mehr Schwung an. Das könnte... leichte Berührung. Ja, das ist das Problem, wenn man genau gegen dasselbe Fahrzeug fährt. Komm, habe ich jetzt zu früh in den fünften gewechselt? Ich weiß es nicht. Schön die Sonne jetzt hier hinten. Sehr geil. Oh, jetzt parallel hier durch. Ich weiß ja nicht. Ich bremse mal lieber ab. Ist mir dann doch zu riskant gewesen. Ihr seht, wie der Vordermann schlingert. Aber er konnte sich's behaupten. Okay, dann Respekt dafür. Respekt dafür. Ja, der setzt sich jetzt hier innen rein, oder wie? Oh, komm, zieh. Nein, was mache ich? Ich wollte nach hinten gucken und mal den Boxenstopplimit da rein. Ja, gut, ging doch mal gut. Gefährlich, sowas. Gefährlich. So, jetzt sind wir aber dran hier. In dem Abstand kommen wir irgendwie ein bisschen besser. Einfach irgendwie besser. Muss ich trotzdem ein bisschen anbremsen. Ich kann jetzt hier nicht so voll durchfahren, glaube ich, aber... Jetzt vielleicht... Oh, der hat Probleme hier. Also ja, in dem ersten Sektor oder sagen wir Mittelsektor scheint die KI ein bisschen besser mit dem 300er klarzukommen. Und ich habe irgendwie im letzten Sektor irgendwie so ein bisschen die Nase vorn. Aber es ist einfach geil, oder? Die Lichtstimmung, die Bäume und so, so Landstraßenfeeling mit so einem alten Wagen. Es ist einfach genial. Ich feiere das schon so ein bisschen. Bisschen vom Gas gehen hier. Gefährlich. Bisschen übers Grün gefahren. Aber auf Platz 2 vorgekämpft, immerhin. Ja, und ich würde mal sagen, ihr wollt natürlich auch ein bisschen was hören von dem geilen alten Mercedes AMG-Motor. Und deswegen würde ich mal sagen, machen wir mal eine stille Runde. Ich wünsche viel Spaß mit dem Klang.
Ja, genial, oder nicht? Ich meine, gut, viel Vollgasanteil, aber einfach die Atmosphäre einfach hier ist doch genial jetzt, oder? Also, ich find's Hammer. Ja, und wir führen auch das Ganze an, denn der ja vorher führender war, ist ja an die Box gefahren. Wir haben sogar einen komfortablen Vorsprung, also scheinbar kommen wir hier super, super gut zurecht. Und ich glaube, an der einen oder anderen Stelle könnte man deutlich mehr Risiko gehen. Aber ich möchte jetzt hier keinen Mega-Abflug einfach fahren, logischerweise. Und da wir ja eh vorne sind. Aber trotzdem, das macht unglaublich Laune hier. Die rote Sau hier durch die Ardennen, durch die historischen Ardennen zu bewegen. Und die alten Rennreifen hier so ans Limit zu bringen. Genial. Einmal nur genial. Also da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, noch andere historische Rennwagen hier drüber zu brettern. Und ich hoffe, du auch. Das ist einfach nur genial. Great stuff. Best first sector time so far. So, hier ein bisschen aufpassen. Die sind Bergabkurven hier, aber die machen auch so Laune. Das ist auch, also hier, also man kann sagen, die Ardennen-Achterbahn von heute war auch damals schon eine Ardennen-Achterbahn. Also schaut euch einfach mal die geilen Kurvenkombinationen hier an. Wenn das keine Achterbahnfahrt ist, dann weiß ich auch nicht. So, in fünften Gang. Mit so einem alten, fetten Benzer. Schön auch mit Holzvertäfelung, ja. Luxus darf natürlich auch damals im Rennwagen nicht fehlen. Aber mal mit 260 über die Landstraße, wenn man so will. Sehr geil. So, hier bin ich auch mal ein bisschen schneller durch. Jetzt ist ja natürlich auch der Asphalt deutlich wärmer. Jetzt haben wir ja Tageszeit. Demher geht da schon mal ein bisschen was. Hier bremse ich also noch ein bisschen zu viel an, aber ja, lieber Vorsicht als Nachsicht, meiner Meinung nach. Aber geht schon ganz gut hier. Sehr, sehr geil. Ja, Reifen auf jeden Fall voll in Ordnung. Links vorne ein bisschen mehr belastet, aber ist klar, wir haben halt vorne links auch mehr Belastung auf dieser Streckenvariante. Dem her alles voll okay. Aber da könnte man auf jeden Fall noch ein paar Runden mehr fahren mit den Reifen. Würde ich jetzt mal behaupten. So, ziehen wir hier schön durch. Aber das fährt sich schon super geil. Also ich bin natürlich noch nie so einen alten Mercedes-Benz-Rennwagen gefahren, aber es fühlt sich trotzdem sehr authentisch an. Aber das ist so ein alten Tourenwagen. Kommt das auf jeden Fall schon hin, glaube ich. Also muss ich sagen, Hütchen ab, slightly mad. Das ist eine mega geile Kombi. Macht einfach nur Spaß. Genial. Einfach nur genial. So, jetzt hier die Kurve. Da lupfe ich immer so ganz minimal. Komme eigentlich ganz gut durch. Hier im zweiten Gang ist mir irgendwie lieber wie im ersten. Und wir fahren durchs Ziel und gewinnen. Woo! Geil. Einfach nur geil. Oh, guck mal, unsere beste Rundenzeit. Punktlandung, fast genau 4 Minuten. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, wir gewinnen vor dem Mike van Merbeck und dem Ziuguo. Ja, wir sehen schon die Mercedes Armada da vorne natürlich, klar, am stärksten vertreten. Dann der 2002 Turbo und dann so Capri. Das ist klar, da sind die Unterschiede einfach zu krass einfach. Cool wäre halt wirklich, wenn wir noch mehr von ja, dem 71er 24-Stunden-Rennen in Spa hätten und so. Also wie gesagt, der Capri 2.6 oder eben die alten Opels und so oder die alten BMW Alpine und so. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja noch was per DLC nachgeliefert in der Richtung. Wäre auf jeden Fall irgendwo cool.
Ja, ich würde sagen an dieser Stelle, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, du hattest viel Spaß und gute Unterhaltung. Ich komme aus dem Grinsen immer noch nicht raus. Ich würde es gerade am liebsten nochmal fahren. Ja, gut. Also wie gesagt, mach mal Vorschläge, was wir hier sonst noch auf der historischen Spa-Variante für historische, authentische Fahrzeuge hier fahren können und probieren können. Ich bin auf jeden Fall extrem angefixt, was die alte Spa-Variante jetzt angeht, muss ich sagen. Ja, also, macht's gut. Ciao, bis zur nächsten Folge.